Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht jetzt gerade in meinem Inventar, ich habe die neuen, die neue Granate, Schockwellengranate, zwei Stück. Und im Hintergrund, das ist der liebe Kingler YouTube, der schneidenweise jetzt rumspringt. Mach mal Piep. Piep! Ja, und er kann auch mit seinem Video jetzt beginnen. Ihr könnt auch natürlich. Nein, ich mache das erst danach. Oh. Ja, egal. Da zeige ich euch mal, im Vergleich, was für Unterschied jetzt bei den Impulsgranaten gibt. Erstmal hier nochmal zu sehen. Die ist episch. Mhm. Die ist selten. Und wenn du das jetzt vorstellst, benutzt zuerst die normalen Impulsgranaten, vergleicht es dann damit. Ja. Okay, dann Leute, benutze ich erstmal hier die Impulsgranaten. Das wird ein Grund haben, wieso ich das Haus baue. Ja. Erstmal soll ich jetzt außen erstmal draußen jetzt die neuen. Ja, macht Haus die normale Granate. Die normale, ja, habe ich jetzt. So Leute, ihr kennt sie ja, die Impulsgranate, vier Stück. Ja, da wird man zurückgeboostet, das ist jetzt nichts Neues. Ist ja auch normal, jetzt gab's die anderen Tests. Geh hier rein. Ja, wir gehen jetzt, also einfach ich gehe hier rein. Du musst hier reingehen. Ja, ich komme mit rein. Hier dann nicht nur dicht, man kann die zweite nutzen. Ja, man kann ja wie gesagt die zweite nutzen und wir sind jetzt gerade bei, ja, in dem Modus Spiel, wie es gibt auch in allen Modus, glaube ich jetzt auch das, gell? Es gibt ja, auch jetzt 50 gegen 50. Sogar Postgold. So, in 3, 2, 1. Holy shit. Oh mein Gott, Leute, ihr habt gerade gesehen, das ist die neue Impulsgranate 2.2. Weil die macht Leute, hier einfach die ganze Wand kaputt. Ja, also Leute, wer findet übelst heftig? Ich finde heftig auch. Kingler YouTube findet sehr heftig. Ja, klar, ich auch mega heftig. Jetzt auch nochmal von außen, draußen testen. Die Impulsgranate, die normale, wurde jetzt gerade eben vorgestellt, jetzt erstmal die hier. Die sie sehen können. Leute, ja. Ja, ich zeige euch auch nochmal hier. Mit solchen blauen Steinchen oder so, ja. Und man kann zu sechs stecken, das heißt, du kannst sechs Stück auf einmal mitnehmen. Ja, das ist das Nice. So, jetzt erstmal draußen benutzen. Was für ein Sound ergibt, das ist eigentlich wirklich richtig nice, Leute. Was sagt ihr? Schreibt in die Kommentare, lasst es mich wissen. Und ich weiß nicht, ist Boogie Down eigentlich noch, kann man es noch holen oder nicht? Ich weiß dann nicht. Es wird auf jeden Fall nicht mehr bei News angezeigt. Ja, also Leute, das war's eigentlich von Boogie Down. Auch viele YouTuber haben euch die Tutorials gezeigt, aber wer einfach nicht dran war, hat jetzt einfach nicht so viel Glück. Das ist einfach nur dieser Tanz hier, der eigentlich, glaube ich, angeblich verbannt wurde, aber ein wirklich nicer, kostenloser Tanz, Leute. Und ja, Poplock habe ich ja noch, muss ich jetzt euch nicht alles zeigen, was ich jetzt hier noch im Inventar habe. Ja, auch der Weg. Groovy Jam habe ich ja noch von, von Season Pass 4. Dann habe ich ja noch Gerechtigkeit. Muss jetzt auch nicht jeder wissen. Es hat ja auch, glaube ich, fast jeder, die auch Bell Pass haben. Hype hat auch jeder. Ich weiß nicht, wie viele. Ich frage mich eigentlich, wie viele Nutzer eigentlich noch Wunderkerze haben. Weil ich habe ja eigentlich immer noch den Emote Wunderkerze. Schreibt in die Kommentare, wer eigentlich Wunderkerze noch besitzt, überhaupt hat oder nicht schon verkauft hat. Hier kann man sich. Und ja, das ging jetzt in die Hose. So, soll ich auch noch mal die zwei anderen benutzen? Nee, würde ich noch nicht ab, als würde ich nicht machen. Also, aber für die Leute, die noch nicht online gekommen sind, noch mal für Basti, du kannst das ja gerne den anderen auch noch zeigen. Ach ja, ja, das ist auch vor kurzem rausgekommen. Das ist Taschenriss. Nice. Ja, das ist so ein Riss. Also man kann, glaube ich, zu dritt, zu viert, keine Ahnung. Das ist wie man so. Man kann zu fünf, man kann alle Leute mitnehmen. Man kann sogar bis zu 50 Leute mitnehmen, glaube ich.
Ja, das ist wie so Teleportation. Du kannst sogar deinen Gegner mitnehmen. Ja, das ist wie so Teleportation. Das ist ja wie die Risse, die jetzt auch hier in der Wüste erhältlich sind. Da, wenn man sie schüttelt, da wird man in die Höhe getrieben. Das zeige ich euch noch. So sieht sie erstmal aus von außen. Die ist auch episch. Da sieht man, das ist wie so eine Glaskuppel hier mit so Riss drinne. Und es ist eigentlich wirklich nice. Ja, Inventar sieht man auch. Ich habe jetzt auch Jump Pad und so. Lass mal es da benutzen. In 3, 2, 1, 2, 1. So, jetzt schüttelt man sie. Und jetzt ist man in der Luft. Ja, wie gesagt, jetzt kann man auch Hängegleiter und sonstiges benutzen. Und der Riss bleibt für ein paar Sekunden noch da. Man kann sie nochmal benutzen, den Riss. Also, er sagt hier, damit den Riss. Ja. Ich glaube, man darf den nur einmal noch. Also, ja, wenn man es benutzt hat, noch einmal. Ja, mein Ton. Ja. Das sind eigentlich die neuen Verbesserungen und Erneuerungen. Und ja. So, ich werde auch gleich in dem. Willst du noch mal kurz hier reinkommen und das deinen Zuschauern zeigen? Ja, da kann man hier hin und her ganz setzen. Ja. Warte. Oh, jetzt. Nein, nein. Leute, ich werde jetzt erstmal hier cutten. Wir sehen, also ich kann ja wie zum Beispiel bei dem Schneidprogramm kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt das Video beende und jetzt beim Anfang bin wieder, ich will euch auch noch den Shop vorstellen. Da kann ich ja zwei Videos aneinander klatschen, also bedeutet. Nee, mach ich auch immer, ja. Ja, also bedeutet, wir sehen uns gleich. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr natürlich uns beide abonnieren. Ich heiße wie gesagt C_Basti_Styler_YouTube_XD und ja. KingLeonYouTube, ja gesagt, ja King_Leon_YouTube könnt ihr natürlich auch bei ihnen vorbeischauen. Ja, ich hab fast 200 Abonnenten. Ja, wir sehen uns gleich beim Shop-Vorstellung und ja, bis gleich. So Leute, jetzt geht's zum Gegenstand-Shop, aber was ich euch noch zeigen möchte ist, es gibt einen neuen 5-Euro-Skin. Yeah! Na, der ist in Grau, aber wurde mir gesagt, für 5 Euro, also erstens ein nicer Rucksack, weil da auch solche Geld, also so Geld rauskommt, und dann der Skin, also ein weiblicher Skin, naja, sieht okay aus, sag ich mal so, also für 5 Euro ist es, wäre das Flügelmann-Paket oder was vorherig da war, eigentlich besser, glaube ich. Ja, jetzt ist auch der liebe King Leon YouTube rausgegangen, keine Ahnung warum. So, was gibt's jetzt als erstes? Es gibt kleine Mampfer als Spitzhacke. 1500 Powerbucks, Leute. Episch. Ups, Leute. Sorry, ich habe erst gegessen. Ja, eigentlich eine nice Spitzhacke. Dann gibt's Laser Beißer. Ein Hängekleider, der irgendwie übelst komisch aus. Also, nein, aber naja. Dann gibt's auch noch selber ein bissiger Taucher. Wirklich ein nicer Skin, Leute. Mit einem Rucksack. Mit so Schwanzflosse. Oder Hilfflosse. Für 2000 V-Bucks eigentlich ja übelst richtig geil. Dann gibt es auch noch Teil des Sets. Ich sag's mal so: Es gibt dann Vater mit einem geilen Kugel des Umhals oder was heißt der für 2000 V-Bucks. Richtig nice Skin. Episch sogar. Legendär. Meine ich. Sorry, Leute. Schicksalsrahmen oder so. 800 V-Bucks. Naja. Ich sag mal so Leute, 800 V-Bucks hätte es nicht mehr so richtig verdient, weil es sieht einfach nicht so richtig schön aus. Dann gibt's auch noch Spaltflügel, nicer Hängegleiter und mit einer nice Animation. Dann gibt's auch Bel Air für episch, Leute, wenn ich jetzt bei Skins episch gesagt habe, obwohl sie legendär wären. Dann tut's mir leid, Leute, wenn ich aus Versehen mich versprochen habe. 800 V-Bucks. Dann gibt's jetzt erstmal, sag ich mal, Sampire. Leute,
für 800 V-Bucks. Ja, nice Hängegleiter, sag ich mal so. Ist richtig schön bunt und ich empfehle es euch sehr. Dann gibt's Amadillo für 800 V-Bucks neuer Skin. Für 800 V-Bucks wirklich ein nicer Skin, Leute. Ich leg's euch ans Herz. Also wirklich, holt es euch, wenn ihr es möchtet. Dann gibt's Spektal Hacke, glaube ich mal so nennt man es. Sieht aus wie hier, wie so dieser Galaxy Skin, also jetzt nicht, das hat jetzt keinen Anhang, aber also keine Ähnlichkeit, aber die Farbe sieht so geil aus. Dann gibt's Twist für 500 Farbbucks. Und dann gibt's auch noch Skorpion für 800 Farbbucks, ein nicer Skin, Leute. Welchen ich empfohlen hätte, ist eigentlich der männliche, weil der noch geiler aussieht. Und so, das war's eigentlich von dem Zeug hier. Ich zeige euch nochmal mein Level. Ich bin eigentlich 54. Also noch gleich bin ich 54 und bin bald bei Stufe 79, Leute. Drückt die Daumen, wenn ich auch bis 100 komme. Weil noch 27 Tage und dann endet auch Season 5. Also Leute, ja, haut rein und schau, lasst ein Abo da und lasst ein Like da, Leute, und drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniert mich, lasst ein Like da und haut rein.